Hi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. Gut, jetzt geht's mal da rein, da. Was? Cup Level 39, ich bin 35. What the fuck? The fuck happened? Na okay, ich werde die Level schon kriegen, wenn ich hier hingehe. Hey. Herkules, geht's dir inzwischen besser? Leider keine Fortschritte. Herkules glaubt, seine glorreichen Zeiten sind vorbei. Phil sagt, das Problem ist seine zerschlagene Moral. Aber Herkules, wir wissen, dass du ein Held bist. Ganz recht, du Jammerlappen. Wie kannst du nur an einem Tag wie heute den Trauerkloß mimen? Du wirst die Tribünen der Unterweltarena füllen. Schließlich geben sich deine Fans nur mit einem Helden in Bestform zufrieden. Aber falls du schwächelst, kannst du ja immer noch spektakulär verlieren. Das tut's auch. Das könnte dir so passen. Willst du mir was unterstellen? Also ich bin nicht so ein Egoist von Gott wie die ganzen Snobs da oben im Olymp. Ich vertrete das Volk und habe eine volksnahe Idee der zündenden Art. Verehrte Damen, ehrenwerte Herren, aufgepasst! Ich, der Herr der Unterwelt Hades, ich weiß, was Sie wollen, Tod und Spiele. Ich bringe Ihnen die ultimativen Spiele zur Feier der Wiedereröffnung der Unterweltarena. Wir beantworten endlich die brennende Frage, wer der größte Held unserer Zeit ist. Lorbeeren von gestern zählen nicht, ein Held der Gegenwart muss her. Seine Geburtsstunde sind diese Spiele, die ich taufe auf den Namen Hades Cup. Ich versichere Ihnen, dass auch unser aller Held Herkules dabei sein wird, denn sonst... siehst du deine Freunde niemals wieder. Du Fiesling! Danke für die Blumen, Kleiner. Ich kümmere mich um die Anmeldung für den Hades Cup. Kommt also dafür zu mir. Bei Schwefel seid ihr falsch. Ganz falsch. Oh ja, so richtig falsch. An dem Mittelgelenk müsst ihr euch gar nicht halten. Ja, ist ein großartiger Zeitvertreib. Ja gut, da Hades jetzt mit dem Scheiß angefangen hat, geht's überraschenderweise auch ziemlich sofort los. Ich werde trotzdem mal zum Mogel gehen und gucken, was es so gibt. Alle Rezepte rausgebracht. Oh, ey, cool. Wird sofort geschmiedet. Ach, Energiekristall. Yay, Rang C. Moment mal. Ich kann auch Elixier machen? Sofort. Ja, Methylstein Verbrauch niedrig zu halten, ist super. Jetzt guck, kann ich das nochmal machen? Nein. Natürlich nicht, war ja klar. Aber ist auch ziemlich wurscht. Ich habe ein neues Ability-Termin und Donald hat beim letzten Mal eine Ability gelernt, die ich ihm nicht beigebracht habe, nämlich Auto-Healing. Keine schlechte Sache, kann ich immer gebrauchen. Jetzt aber erstmal das Ability-Termin verwenden. So. Ja, so und die anderen sind noch so ausgerüstet, wie sie sein sollten. Donner Rose sei Dank. Na gut, dann tue ich jetzt mal... die regulären Turniere laufen noch, wie es aussieht. Das ist sehr schön. Ach, es kann nicht schaden, ein bisschen Zeit daran zu verschwenden. Ich bin ja jetzt schon 15 Level über dem Cup. Ich kann ja alleine driven, von daher muss ich mir keine Sorgen um Donald Goof machen. Oh, und das waren schon die. Oh, jetzt wird's witzig. Ja. Hey, cool, die MP werden ja jedes Mal zurückgesetzt. Weißt du das? Und das war's schon mit der Runde. Ja, also wir sind hier nicht extrem overpowered für diese Runde. Allerdings, ich muss auch dazu sagen, ihr könnt hier keine... Oh, jetzt sieht es ja nicht mehr anders aus. Cool. Ja... Diese komischen Schlappmützen, die wir haben, die sind normalerweise grün. Zyanfarben und so. In der Richtung.
Also in den Cup sammelt man keinerlei XP. Weder für die Form, noch für die Freunde, noch für irgendwen. Gut, das ist sehr vorteilhaft, dass diese Viecher hier sind. Die sind extrem schnell platt zu machen. Seht ihr, muss ja nicht mal mehr was tun. Gut, dieser Affe ist extrem nervig. Ich mache ihn zuerst platt. Oh, komm. Also auf dem Level, auf dem ich bin, ist dieser Cup ja ein Witz. Oh. Das könnte witzig werden. Allerdings endet die Form, glaube ich, sofort wieder. Wenn ich die Runde, ja, genau. Wenn ich die Runde gewonnen habe, ist die Form sofort weg. Also hier kann man extrem schnell Antipunkte sammeln. Antipunkte sind Punkte, die man ansammelt, wenn man sich drivet. Je mehr Antipunkte man hat, desto wahrscheinlicher ist es, die Antiform zu kriegen. Ab einem gewissen Storypunkt ist es sogar wichtig, Antipunkte zu kriegen, wenn ihr die letzte Form haben wollt. Okay, Meisterform. Ich stehe. Aua. Ich mag, wie diese Form die Magie verwendet. Jetzt mal ohne Witz. Oh ja, Räuber in der Nacht. Oh, geiles Finish. Oh, die Runde wird kacke. Oder auch nicht. Also, wenn man schwer haben will, ist der kacke. Aber auch. Das ist keine Drive-Punkte. Helfer. Ich muss ihn in der Zeit besiegen. Ich hasse es, wenn er das macht. Nein. Feuerfass aufladen gilt hier nicht. Ja, oh, jetzt kommt er. Jetzt ist schon die feine Runde. Okay. Ja, wir können gegen Cerberus kämpfen, allerdings dieses Mal ohne Hilfe von Auron. Und da wir ohnehin Dryform haben ohne Ende, wird das eine ziemlich leichte Runde. Gut, dreh dich mal um, Kumpel. Das einzige Nervige hier ist das scheiß Zeitlimit. Deswegen habe ich gesagt, dass ich diesen Kampf lieber erst dann mache, wenn ich bessere Form und höheres Level habe. Ich habe gar kein Limit ausgerüstet. Macht aber nichts, wir sammeln auch so genug. Okay. Über Cerberus lohnt sich durchaus Ragnarok zu verwenden. Dreh dich mal um. Oder auch nicht. Weil ihr seht, das macht schon Schaden. Ah fuck. Ich hätte Kreis drücken müssen. Ich hab Kreis gedrückt zum Angreifen. Uh oh. Ah, ich hab schon gedacht. Yes! Ja, natürlich ist auch dieses Situationskommando wieder dabei. Auch wenn wir einen Scheiß sehen. Und einmal reinhauen. So, der ist jetzt ziemlich schnell platt. Ihr seht, wie viel das abziehen kann. Geschafft. Und das Dumme ist nur, die meisten Cups im in den Unterweltarenen macht Zora allein. Und ich habe den steigenden Drachen. Und Freudenkristall. Das ist auch schön.
Wobei jetzt durch das Spiel spiele, fällt mir erst auf, dass ein Name von einem Yu-Gi-Oh! Charakter Freude heißt. Na mein Feuerboost, ne? Ja gut, das war's eigentlich schon mit diesem bescheuerten Cup. Ich muss jetzt mal die Fettbacke ansprechen. Na komm, machen wir mit. Wer ist unser erster Gegner? Mal sehen. Sie nennen sich Wirbelwind. Seht mal, Aaron nimmt auch an dem Turnier teil. Oh oh, vielleicht müssen wir gegen ihn ja im Finale antreten. Oh mein Gott. Ich schätze, er ist ein echter Held, was? Nun, er ist tot und, keine Ahnung. Ich glaube zumindest nicht, dass er einer von den Bösen ist. Jedenfalls bist du der einzige Held weit und breit, Herkules, das weißt du. Das war vielleicht einmal, jetzt sauge ich nicht mehr zum Herz. Schluss damit! Herkules ist ein Waschlappen. Oh, klasse, die Schlafmützen sind auch hier dabei. Gut, in diesem Hades Cup allerdings sammeln wir XP, weil wir sehen, die Herzlosen hinterlassen ja auch alles Mögliche an Kugeln und so. So, den. Und einen letzten. Ja, das sind alles kleine Cup-Events, aber. Wie beurteilst du den Kampfwerk? Ich bin einfach nicht der, der ich mal war. Tut mir leid, euch so runterzuziehen, Jungs. Jetzt wirf noch nicht das Handtuch her. Wir brauchen dich im Halbfinale. Der Cup ist unglaublich kurz. Jetzt sind wir schon wieder zurück. Wir können auch gleich mit der nächsten Runde anfangen, weil zu holen gibt's noch nichts. Endlich sind wir im Halbfinale. Wolk! Unser Gegner sind die Vorboten des Bösen! Müssen wir uns vor denen fürchten? Könnte durchaus sein, aber wir dürfen uns jetzt keine Schwäche leisten. Was nehme ich denn? Weiß nicht mal. Ja, die Tröten sind nervig. Weil die heilen ihre Kollegen. Und habe ich schon mal angemerkt, dass ich diese feurigen Viecher hasse? Die können sich übrigens auch selbst heilen, von daher ist es weniger vorteilhaft. Moderne Rose hilft bei jedem Schuss zu enden. Autsch. Ich heile mich und Goofy macht die Viecher kalt. Super. Wir haben es ins Finale geschafft. Yay! Wenn wir gewinnen, sind wir alle Helden. Wer es glaubt. Oh, deswegen bist du so guter Laune. Wir können ja nicht für immer Juno-Helden bleiben. Ich hoffe, ich versau's euch nicht. Jetzt lass endlich die depressiven Sprüche. Meine Güte, es wird ja ansteckend. Seht mal, da drüben. Er ist unser letzter Gegner, oder? Aura! Und ihr seid... Hä? Aura? Aaron? Ich muss euch besiegen und für meine Vergehen Abbitte leisten. Hey! Ignorier uns nicht hier! Ah, also mit ihm stimmt da was nicht, oder? Tür geht nie auf und zu, aber...
Gut, und jetzt nochmal, sag, was du verbrochen hast, Gefangener. Ich existiere. Das ist mein Verbrechen. Es ist unentschuldbar. Ja, gut, sehr gut. Was ist mit Auron los? Er verhält sich ja so komisch. Du hast also einen kapitalen Fehler begangen, du existierst. Aber hey, ich bin die Güte in Person. Wenn du dich an unsere Abmachung hältst, bin ich bereit, über deine Verfehlungen hinwegzusehen. Verstehe. Ich muss Herkules besiegen. Und den Jungen mit dem Wanderzug. Den Jungen? Nein, nur Herkules. Was denn? Etwa schon vergessen, wer hier das Sagen hat? Oh. Herkules und die anderen drei. Verstanden. Verstanden, Hades. Meister Hades. Meister Hades. Gut. Jetzt geh. Damit kontrolliert er also Auron.